heute den 16. Hier regnet es in Australien. Ich habe schon mal gesagt, das muss auch schon mal sein, damit auch das Grüne hier bleibt. Wir haben heute Samstag und wollen heute einen Ausflug zum Albert machen. Das sind so gut 3 Stunden, die wir unterwegs sind. Und wir hoffen, dass bis dahin der Regen nachlässt, weil das im Inland ist. Wir sehen uns denn gleich wieder. Hier vorne wohnen wir. Wir sind jetzt über Ipswich gefahren. Die 15, die Highway runter. Na, Warwick, da sind wir im Moment. Und dann geht es runter nach Stanthorpe. Und hier im Inland, da wohnt der Albert, den wir besuchen gehen. So, hier ist der Albert. Da ist es schön. Er wohnt hier ein bisschen einsam. Da kommt das erste Gatter, der meldet sich freiwillig. So, Gatter aufmachen. Wir müssen jetzt aufpassen, da ist der Dingo-Zaun. Ja, da ist der Dingo-Zaun. Da oben ist der Berg, wo der Albert drauf wohnt. Da ganz oben. Da ist eine Hütte. Hier sind die Schafe vom Nachbarn. Gucken wir mal. So, das ist das nächste Gatter, das ist das Gatter von Albert. Jetzt sind wir auf dem Grundstück vom Albert. Da sind die Nachbarn, das sind Deutsche. Hier im Umkreis wohnen sowieso viele Deutsche, das sind also so, ich glaube, 5 Stück. Das ist die Privatstraße vom Albert. Hat seinen ganz persönlichen Charakter. Aber wenn man mal eine Straße selber bauen muss, wahrscheinlich wird die auch nicht viel besser. Wir machen uns jetzt fertig, um das Grundstück vom Albert nochmal zu inspizieren. Vor allen Dingen die Familie Kittel. Wir haben schon festes Schuhwerk angezogen. Dann steigt man ein. Eine Touristentour bitte. Der funktioniert noch. Das ist die Sandgrube. Damit wurde das Haus gebaut von Maria und Alfred. Albert. Ah, das ist ein anderer. Der ist da unten von Albert, Maria, der Rex.
gerade auf den Ringo-Turm gezeigt. Zeigen euch mal. Genau. Der 6500 Kilometer lang ist. Alle 14 Tage wird er abgefahren. Um nachzusehen, ob der noch offen ist. Da oben ist das Haus von Albert. Und wir sind jetzt hier unten wieder an der Goldmine. Da werden alle Touristen hingeschleppt. Ach, aber vorsichtig sein. Komm, bleib von der Ecke. Nämlich, da fällt sie nur einmal rein. Gerade hier ist das Loch. Goldchen, ja. Den Stein haben sie noch nicht herausbringen können. Siehst du hier? Siehst du Gold? Das haben sie noch nicht. Hier in der Mine drin. Ja, und wenn du von da hinten stehst mit dem Bagger. Ja, aber direkt, ich hinterher, wenn ich jetzt hier ja, anpasse, dann fällt da was runter. Ja, ja. Ne? Dass das nicht da runter saut, sondern hier bleibt, dann kann ich das wieder sauber machen, weißt du? Ne? Und das Ding ist hier. Wenn ich das hier von hier aus schon wegnehme, das hier, das Ganze vielleicht von hier ab, wo das Glas aufhört, dass ich das schon wegnehmen kann, weißt du, dann sind wir jetzt da auf der Level hier. Da haben wir jetzt 2 Meter weg. Bleibt runter. Wir sind jetzt an der Goldmine. Da geht es jetzt runter. Da sind also ein paar Rubel, die müssen beseitigt werden, damit wir mit dem Schlitten runterkommen. Ja, das was nachgeschüttet ist. Ach ja, und dann natürlich hier oben die ganzen Balken. Das muss weg. Das ist kein Problem hier, das hier. Das, ja, das ist ja. Kein Problem. Ja. Dann habe ich gemeint, also, dann kann man hier so die Palette gehen, dass hier nichts runterfällt. Machen wir da ein bisschen sauber, so schräg rein, zumindest gleich von hier nach hier, also. Ja. Und dann kann ich auch mal probieren, dass wir das weggehen. Ja. Lass nicht die große vielleicht backen, ne? Ja, vielleicht ist da nur ein einzelner Brocken. Ja. Ja. Das ist mal ein und danach der Leiter, ich muss da jetzt alles weg. Ja, das ist alles was aufgeschüttet ist. Ja. Weißt du, wie viel ich muss wirklich alles weg. Na, jetzt bestimmt nicht. Nein. Das dürfte ja kein Problem sein, das alles wegzumachen hier. Okay, dann gehen wir weiter. Da geh mal bis zu dem einen Vorsprung, der da unten ist, dann komme ich denn nach. Da kannst du ja drauf stehen. Ja? Noch eine Etage tiefer, dann komme ich denn nach. Dann gucken wir uns mal die Felsdecke an mit der Taschenlampe. Also das Fahrzeug darf auch nicht so groß sein, sonst kommst du hier auch nicht mehr durch, weißt du? Der Schlitten. Ja, der Hubel müsste sowieso da weg und dann ging es vielleicht. Ja. Ich habe das Gefühl, hier nach dem Ding hier, dass das sowieso hier gerade runter geht. Das hier, was hier alles liegt, das ist alles voll. Mach ich hier mal bis da vorne, Plateau. Ich habe jetzt unten aus der Höhle einmal dieses Gestein hochgebracht, was wahrscheinlich so aussieht, dass da irgendwie eine Ader dran sein könnte. Das ist anscheinend so ein taubes Gestein, was daneben ist. Jetzt wollen wir mal sehen, ob da was ist. Am 12. werden wir uns hier wieder treffen. Und dann fangen wir mal an zu buddeln. Also da könnte man also mit dem Wagen rückwärts fahren oder mit einem anderen Fahrzeug, um den Schlitten rauszuholen. Wir sind gerade schon auf die Idee gekommen, dass man ein altes Drum von uns, vom Workshop, umändert mit dem Schlitten. Albert wird hier das Lose alles wegnehmen.
wenn das so schon mal alles weg ist, dann ist auch die Schräge wieder da, wunderbar, um vernünftig einzusteigen. So, das war die Goldmine. Wir haben sie nochmal inspiziert. Morgen früh werden wir uns zusammensetzen und dann das weitere auszuhandeln, was jeder machen kann. Jetzt muss ich aufpassen, sonst werde ich über den Haufen fahren. Bitte? Jetzt stell mich hinten drauf. Das ist der Barbecue-Platz von Albert. Ja. Rustikal, hier kannst du nichts kaputt machen. Ach, da hebt das da hinten noch. Eine Bank. Was ist das? Kakadus. Kakadus. Einen ordentlichen Sprung gemacht. Wir sind jetzt da, wo Wein angebaut wird. Also, hier ist jetzt Weinprobe angesagt. Gehen wir mal rein. Wir haben hier eine sehr gemütliche Atmosphäre vorgefunden. Einen schönen offenen Kamin. Und hier kann die Tafelrunde stattfinden. Mit Gästebuch. Und wo sind die Weine? Hier sind einige geschichtliche Dokumente, was man so gebraucht hat früher. Das ist sehr schön angelegt, das Ganze für die Touristen. Wo ist der Wein, Wilma? Albert steht an der Theke und trinkt ein Bier. Wo können wir den Wein probieren? Ja, lecker. Would you like to try some? Also bisher haben wir fast von jeder Probe eine Flasche genommen. Jetzt müssen wir langsam mal aufhören zu testen. Sonst haben wir hier alles gekauft von dem Laden. Eine sehr schöne Atmosphäre. So, und jetzt sind wir gleich mal gucken, wie der Wein gemacht wird. Oh. Hier werden die Weine gelagert, einmal in Flaschen und in den großen Holzfässern. Überall stehen sie. Ah, das sind die Filterelemente. Ich hoffe, dass ihr die sehen könnt im Fernseher, weil es ein bisschen dunkel ist. Der Wein verträgt kein Licht. Oh, da. Nicht austrinken. Riechen. Ja, eine Palette bitte ins Auto rein. Stapler steht schon da. So, jetzt müssen wir hier mal ausmachen, sonst seht ihr nämlich zu viel. Oder ist auch zu dunkel hier. Bis gleich. So, das ist die nächste Weinprobe, die hier stattfindet. Mal gucken, wie viel ich noch durchstehe. Also ein eigenartiger Baustil, ein bisschen europäisch, ja? 14. Jahrhundert. Der Beton da oben, das gefällt mir nicht. Da müssten sie noch mit Holz. Eine Holzdecke gehört hierzu. Ja, wo ist die Bar? Da. Hier ist das nächste Wein. Gut. Ja, da sind die alten Fässer. Oh, der Wein wirkt. Und ich muss fahren. Gehen wir mal rein. Aha, so reichlich. Ist das jetzt hier mit Met? Nee. Ist es? Ja.
sonst versucht mal weinen. Das ist ja jetzt schon der dritte. Genau wie seine Mutter. Überall mal probieren. Ne, Marlenchen? Kennst du auch? Überall probieren, mal hier ein Nippchen und da. Ich muss jetzt aber auch gehen. Ja. Die Weinprobe jetzt hinter uns. Wir sind jetzt in Stantop. Ein altes Queensland-Pub ist hier. Man kann sich vorstellen, dass also nicht vor 100 Jahren hier die Autos gestanden haben, sondern Pferde. Das ist ein altes Städtchen. 80% der Bevölkerung sind Italiener, wie wir gestern Abend erfahren haben. Sehr nette Leute. Ich hoffe, dass ich euch noch ein paar Bilder zeigen kann gleich im Anschluss. Grundstück. Wir werden am 12. spätestens hier auftauchen mit allen Männern und die Goldmine ausheben. Wir hoffen, dass wir dann Glück haben, was zu finden. Das war der Urlaub, der Kurzurlaub beim Albert. Tschüss, zum nächsten Abenteuer.